Stiefel. Wo haben wir sie? Wie sieht das denn hier aus? Jawohl, wenn das keine Rockertreter sind, dann weiß ich es nicht. Ja gut, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Was ist was? Es gibt nicht viel, was man bei den Männern machen kann, was man dann auch sieht. Die Ohrringe sind durch die Haare verhängt, die Armbänder hier leider genauso. Durch die Joppe. Ja komm, einen Ring kann er kriegen. Was hier so einen richtig schönen Proleten. Bisschen neutraler. Jawohl. Keine Bundeswehrsocken. So, okay. Dann finde ich, alltagstechnisch sieht der Junge schon ganz nett aus. Okay. Gucken wir uns die Abendgarderobe an. So. Sowieso. So, so. Ja, künstlerisch finde ich, ne? Nee, was gibt's denn hier an Anzügen? Outfits, genau, warte mal. Hier so eine Michael Jackson Tapete. Nee. Hier, das ist doch ganz. Wobei, da sieht er aus wie ein Glas Milch. Hier nehmen wir mal hier die graue Variante. Ja, das ist doch ganz nett. Vertreter braucht er natürlich entsprechend. Sieht das hier mit so italienischen Tanzslippern? Oder dann doch die Stiefelvariante, wie mit schwarze vielleicht. Ah ne, das sind Krokodilstiefel, okay. Ja, passt zum Anzug, okay. Gut, da gibt es auch keine Accessoires, die. Ja, bei den Frauen gibt es wenigstens Ketten oder Halsbänder und bla bla, gibt es bei den Männern leider gar nicht. Okay, gehen wir auf die Schlaftapete. Da nehmen wir hier ganz standard schlicht. Ja, genau, so sieht das aus. Hose, kurz und schmerzlos, wunderbar. Hätten wir das auch geklärt. Sportbekleidung. Sportbekleidung. Ja, hier so ein kleiner. So ein Schlumpf. Okay, nehmen wir. Zack. Okay. Ein paar vernünftige Turnschuhe. Ja, ihr seht schon, rot ist meine Farbe, die wird er auch gleich kriegen, wobei das sieht ein bisschen bescheiden aus. Blau. Blau, okay, hier gibt es aber noch ein paar Socken, damit die ganze Sache nicht zu sehr an Schwitzen fängt. Jepp, ein paar rote Ringel. Nee. Komm hier, Standard, ist schon okay. So, das war die Badebekleidung, machen wir jetzt. Zerwupp. Gibt es eine ganz normale Badehose? Jawohl, ja. Was haben wir da? Ein Tattoo auf die. Nee, lass mal. Okay. Dann kommen wir jetzt, nachdem wir diesen ganzen äußerlichen Quatsch abgekaspert haben, zu den Persönlichkeitsmerkmalen. So, wie schon gesagt, der Ganze soll Musikkarriere machen und Künstlerqualitäten und bla bla. Deswegen brauchen wir ganz wichtig einen Virtuose. Virtuosen verfügen über eine natürliche Begabung für Musik, bla bla bla. Sie lernen schnell und können jede Menge Trinkgeld verdienen. Darum geht's letztendlich, denn ab einer gewissen Stufe des Instrumentes gibt das schon ganz gut Kohle und insofern ab zu den Virtuosen. So, wir sagten, er soll auch eine Starqualität haben, weil er soll ja nach oben, insofern braucht er eine gewisse Starqualität. Sie stehen auf das Rampenlicht und bla bla bla. Ja, die arrogante Pose passt schon. So, dann hätten wir das. Wo man weiterhin viel Geld mitmachen kann, ist die Aktion künstlerisch. Denn wenn man erst schon mal ein paar Bilder gemalt hat, das steigert sich hinterher bis richtig gute Summen und wie gesagt, Money Cheat gibt's nicht, der Junge wird genug Talent haben, um das ohne den zu schaffen. So, da haben wir das, da haben wir das. Ich glaube, das Schöne an den Computerfreaks ist, die können auch ziemlich gut hacken, insofern werden wir auch einen Computerfreak machen. Was so ein richtiger Musiker ist, hängt sowieso nur an der Gitarre, am Klavier oder sonst wo. Gut, und geschickt wäre ganz gut, dann kann er seine Sachen selber reparieren. Allerdings, ich nehme Genie. Wir machen noch ein Genie. Sind Meister, brillanten Denken, Schach und so weiter und Hacker, genau. Das ist eine gute Kombination, um Geld zu verdienen. Bingo. Okay. Schießen wir das ab. Lebenswunsch, Erfolgskomponist, Meister der Künste,
Einzelband, angesehener Regisseur, forensisch, bla bla bla. Wir nehmen den Meister der Künste, das bedeutet Malereifähigkeit perfektionieren, Gitarrenfähigkeit perfektionieren. Das klingt schon mal gut. So, die Lieblingsmanjare. Also ein echter Rocker steht natürlich auf Junkfood, Hamburger. Ja. Wobei Spaghetti ist auch mal eine coole Sache. So. Rock- und Pop-technisch, Elektro finde ich eigentlich ganz abgefahren. Allerdings, Pop ist das Rockigste, was ich hier bei den Sims so finden kann. Lieblingsfarbe Rot. Stimme. Shaboo. Alright. Sangalmazo teuer. Die klingt doch ganz jofel. So. Sternzeichen haben wir schon automatisch. Die Fische, nehmen wir die auch. Und dann, meine lieben Freunde, würde ich sagen, gucken wir uns den schönen Mann nochmal an. Richtig, er braucht einen Namen. Nomen est omen. Und wir nennen den ganzen Knaben Amadeus Rockstein. Wobei wir Stein mit Y schreiben. Amadeus Rockstein. So, Musiker scheuen bekanntlich das Tageslicht, insofern ein bisschen heller. Körpergewicht ist erstmal okay. Muskel. Ja, so eine kleine Kante. Der Gitarrero von Alice Cooper war, glaube ich, auch ein ziemlicher Muskelmann. Okay. Waschbrettbauch für die Ladies. Okay. Wobei ich habe noch übersehen. Wir nehmen den Computerfreak mal raus. Er soll ja auch eine Menge Groupies haben und als Groupie-König sollte man schon über genügend Kuss-Spezialitätsfähigkeiten ja, das ist auf jeden Fall okay. So, dann gucken wir uns den ganzen Jungen nochmal in seiner ganzen wahren Schönheit an. Unter Alltagsklamotten. Ich sagte Alltagsklamotten. Ja, wundervoll. Okay. Können wir mit leben? Amadeus Rockstein, wir schießen dich ab. So, auf Dauer werde ich noch ein paar weitere Sims gestalten. Achso, Lebenswunsch, Schwelle, bla bla bla, haben wir doch schon gesagt. Hier, Meister der Künste, Amadeus Rockstein. Ab dafür. Bernard Dorn, genau. So, ready for Rock'n'Roll. Okay. So, dann schauen wir uns die Stadt mal an. Gesehen haben wir sie ja schon. Genau, wähle einen Platz zum Leben. Ich bin eigentlich immer mit diesem Apartment hier ganz gut gefahren. Das ist auch eigentlich ganz gemütlich, finde ich. Wir nehmen das unmöbliert, weil das richte ich lieber selber ein. Mit den wesentlichen Dingen, die für einen Musiker zentral sind. Deswegen kaufen wir das Ding mal. So, du bist bereit zum Sims-Spielen. Du kannst ja noch weitere und so weiter. Wollen wir nicht. Wir gehen in Medias Res. Ergo, rein in den Laden. So. Ja, nun mach, Alter, nun mach. Yeah. Das dauert, ey. Mann. Okay. So. So, da sind wir mit dem ganz guten Jungen und wir werden jetzt als erstes mal hier einen kleinen Break machen. Bevor wir dann die Stadt erobern, werde ich das Ganze jetzt mal speichern. Jawohl. Name nennen wir mal Amadeus. So, dann würde ich sagen, liebe Freunde, hoffe ich, dass ihr Interesse daran habt zu sehen, wie der gute Amadeus Rockstein sein Weg nach oben machen wird und würde sagen, ich freue mich, wenn ich euch im zweiten Teil sehe und in diesem Sinne ab in die Rinne. Ciao, ciao.